Ist die Droge HHC eine gute legale Alternative zu THC? Ich werde in diesem Video nicht nur HHC testen, sondern auch schauen, ob die Substanz bei einem Urin-Drogentest anschlägt. Hexahydrocannabinol aka HHC ist ein Cannabinoid, das in der Hanfpflanze, im Hanfsamen und im Pollen in Kleinstmengen vorkommt. Bereits 1944 wurde HHC zum ersten Mal synthetisiert. HHC wird nicht komplett synthetisch hergestellt wie das Spice von früher. HHC wird als halbsynthetisch bezeichnet, weil es zwar in kleinen Mengen in der Natur vorkommt, es in der Praxis aber durch synthetische Prozesse gewonnen wird, weil die Mengen eben zu gering für eine effiziente Extraktion sind. Die meisten Cannabinoide kann man durch die Veränderung von chemischen Strukturen in andere Cannabinoide umwandeln. In der Regel wird erst CBD aus CBD-Blüten extrahiert, welches dann in HHC umgewandelt wird. Bei so einer Umwandlung werden als Katalysatoren Stoffe wie zum Beispiel Platin, Rhodium, Kobalt eingesetzt. Manche befürchten hier, dass solche Stoffe auch im Endprodukt enthalten sein könnten, was natürlich die Schädlichkeit erhöhen würde. Ich habe hier mehrere Shops angeschrieben und gefragt, ob sie mir eine Laboranalyse schicken können und ob sie irgendwelche Details zu ihrer Extraktion senden können. Natürlich haben mir alle versichert, dass da keine Rückstände drin sind. Wer hätte das gedacht? Teilweise war deren Begründung etwas komisch. Die einen schrieben mir so: Nee, keine Sorge, das ist alles natürlich aus CBD-Blüten. Aber irgendein chemischer Prozess muss doch stattfinden, um aus CBD-Blüten HHC zu gewinnen. Wieso schließt die Tatsache, dass es aus natürlichen CBD-Blüten gewonnen wird, irgendwas aus? Vielleicht sagen die Wahrheit, aber eine Laboranalyse konnten sie mir allerdings nicht schicken. Ich verkaufe ja auch Nahrungsergänzungsmittel und besonders wenn wir da mit neuen Lieferanten zusammengearbeitet haben, haben wir immer Laboranalysen veranlasst, um eine Verunreinigung auszuschließen. Und Leute, die HHC verkauften, sollten das meiner Ansicht nach erst recht machen. Ich habe von einem Lieferanten eine Laboranalyse zugeschickt bekommen. Auf meinem Telegram-Kanal habe ich dazu ein paar mehr Details gepostet. Ich gehe davon aus, dass YouTube es nicht gut findet, wenn ich hier einen Händler hervorhebe. Die Molekularstruktur von THC und HHC sehen sich nicht nur ähnlich, die beiden sollen auch sehr ähnlich wirken, nur dass HHC etwas schwächer wirken soll. Man munkelt auch, dass die Substanzen ebenfalls die gleichen Gefahren birgen, aber das ist reine Spekulation, weil es noch keine Studien zu HHC gibt, also es könnte sein, dass da noch unerwartete Nebenwirkungen aufgedeckt werden. Ich habe eine Umfrage zu HHC gestartet, bei der über 1000 Leute mitgemacht haben. Laut meiner Umfrage war Mundtrockenheit die häufigste Nebenwirkung. Nebenwirkungen wie Paranoia, Unwohlsein, Übelkeit, Kopfweh, Vergesslichkeit, Herzrasen kamen auch nicht selten vor. Unter den Leuten, die bereits regelmäßig konsumierten, meinten über 20%, dass sie süchtig sind oder zumindest zu viel konsumieren. Ebenfalls über 20% dieser Gruppe waren sich sicher, dass sie bereits Langzeitnebenwirkungen von dieser Substanz erleiden. Vergesslichkeit und schlechter Schlaf kam hier am häufigsten vor. 10% davon bereuen es daher überhaupt mit HHC angefangen zu haben. Mal schauen, ob ich es gleich bereuen werde. Aber mein Mund ist so trocken und ich habe es ja noch gar nicht probiert. Es kommt erst jetzt. Jetzt spiele ich es ein. Jedenfalls ist hier jetzt der René mit am Start. Er ist echt der Weed-Connoisseur. Danke. Und wir schauen jetzt mal, ob wir da jetzt einen Unterschied zu normalem Weed mit THC merken. Interessant. Aber es riecht auf jeden Fall nicht so stark wie dieses krasse THC-Weed. Nee, es hat einen zitronigen Geruch. Okay, so schauen wir mal. Ja, schmeckt genauso wie ich Weed in Erinnerung habe. Ja, es schmeckt echt, also es schmeckt wie Cannabis im Verdampfer. Ich bilde mir ein, aber ich habe mir direkt eingebildet. Ich bilde mir jetzt auch ein, dass ich schon was merke. Ich habe mir auch direkt gedacht, aber normalerweise spürt man das doch gar nicht so früh. Ich habe mir direkt gedacht, nach einem Zug so, holy shit, ich spüre schon was. Vorher die Beschreibung, die man ja gehört hat, es ist so ähnlich wie THC, nur ein bisschen schwächer. Und irgendwie so, ich bekomme genau diese Vibes. Ich merke, es kribbelt schon so ein bisschen in meinem ganzen Körper. Merkst du es nicht? Ich merke es auch ein bisschen so, meine Hände werden so dieses... Doch, also... Ich merke, die Wirkung wird gerade noch ein bisschen stärker. Doch, ey, wow, krass. Doch, also jetzt würde ich sagen, dass ich gerade gar keinen Unterschied... Also jetzt ist es schon sehr THC-like. Also jetzt möglich... Okay, also, ich merke es auch gerade. Doch, das ist schon...
Ja, es ist nicht wie bekifft sein. Doch, komisch. Es ist ähnlich. Es ist sehr ähnlich. Es sollte verboten sein. Aber es ist interessant. Also damit habe ich nicht gerechnet. Genau, also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt gerade das HHC da, wo mir kein Labortest oder sonst was geschickt wurde, weil das mit Labortest, das ist noch nicht angekommen. Um ehrlich zu sein, glaube ich schon, dass da drin ist, was draufsteht. Aber diese Euphorie habe ich nicht. Es hat ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein bisschen weniger euphorisch ist. Es ist ein bisschen mehr gechillt. Aber wie gesagt, mein Gedanken sind jetzt auch nicht... Aber ich muss auch sagen, vielleicht ist es aber auch, liegt es auch daran, dass das bestimmt mehr CBD hat als das durchschnittliche THC-Straßenweed. Boah, das hat jetzt gerade richtig geballert, du Junge. Mir kommt es wirklich so vor, als wäre sozusagen, als würde es schneller abflachen von der Wirkung wirklich, als normales. Also, wenn das erforscht ist und sauber ist und das okay ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, das zu nehmen, um es vielleicht zu mischen. Ja. Weil das halt so ein cooles Body-Körpergefühl macht. Ja. Ich merke es jetzt auch im Rücken, wie es ein bisschen entspannter wird. Es ist schon... Aber ich merke das auch in den Augen. Kennst du dieses Gefühl auf den Augen? Diesen Druck auf den Augen? Das merke ich auch. Ja, genau, das merke ich so, dieses Sweet. So, ich könnte auch jetzt voll so diesen... Ja. So, wir gehen jetzt mit diesen Outfits hier jetzt Longpapes in der Tankstelle kaufen. Aber ich habe mit Cannabis nichts am Hut. Er wollte das jetzt auch noch testen, wie HHC in einem Joint wirkt. Da hat mir der verdammt deutlich besser geschmeckt. Ja, also ich fühle mich schon definitiv stoned, muss ich sagen. Aber ich ziehe direkt nochmal. Meine Gedanken sind sehr klar und ich fühle mich nicht so verschallert im Sinne von, dass ich jetzt irgendeine Scheiße denke, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich irgendwie so ein schlechteres Kurzzeitgedächtnis und so schon habe. Okay. Ohne, dass die Gedanken verwirrend sind. So. Grüße gehen raus an meine Mama. Doch, es ist schon sehr stony. Wie Weed halt. Es ist schon chillig. Ich bin normalerweise auch verplant, aber jetzt kommt es mir gerade wirklich ultra verplant vor. Ich mache auf jeden Fall jetzt den Urintest. Wir schauen, ob ein THC-Test da positiv ausschlägt. Und ich fand es lustig, ich habe da so eine Weed-Zeitschrift gelesen und da stand so drin so, ja, es ist ungewiss, ob HHC positiv auf dem Weed-Test ausschlägt. Wir haben niemanden gefunden, der HHC konsumieren würde, aber nicht auch im Normalfall jeden Tag kifft. Und bei mir ist es tatsächlich so, viele Leute denken, ich bin Dauerkiffer, aber ich konsumiere wirklich überhaupt gar kein Weed. Ich glaube, ich habe sogar das ganze Jahr noch gar kein Weed konsumiert. Also, wenn es bei mir hier positiv wird, dann liegt es eindeutig an HHC. Ich uriniere jetzt in ein Glas. Okay, 15 Sekunden drin. Yo Leute, der THC-Test ist tatsächlich negativ. Nice. Also ab nach Hause fahren. Aber keine Gewähr natürlich. Vielleicht habe ich einfach nur den allerkrassesten Stoffwechsel aller Zeiten. Erstmal was essen, geil. Also zusammenfassend kann ich sagen, ich würde in einem Blindtest, glaube ich, nicht den Unterschied zwischen HHC und THC-Weed erkennen. Es kommt mir schon so vor, als würde es nicht ganz so krass knallen, das Weed. Ich weiß nicht, ob das an dem HHC selbst liegt oder daran, dass wahrscheinlich bei dem HHC-Weed auch der CBD-Anteil höher ist als bei dem durchschnittlichen THC-Weed. HHC-Weed ist ja im Grunde CBD-Weed mit HHC beträufelt. Es kommt mir so vor, als würde die Wirkung von HHC deutlich schneller abflachen als bei THC. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch diese Beobachtung gemacht habt, falls ihr es schon probiert habt. Und ich denke, es gibt auch Leute, die diesen Rausch einem THC-Rausch vorziehen würden, aber das Zeug ist halt nicht so gut erforscht und das ist ein großes Aber. Ja, ich habe jetzt noch den ganzen Abend weiter am HHC-Verdampfer gezogen, um mir wirklich ein gutes Bild von der Substanz machen zu können. Also wenn ich die Menge, die ich heute genommen habe in HHC-Vape, wenn ich die mit normalen THC-Weed konsumiert hätte, das ich sonst gewohnt bin, dann wäre ich einfach nur komplett spaced out, aber so, obwohl ich eindeutig high bin, bin ich nicht so spaced out. Also ich würde schon sagen, dass es ein klareres High ist als bei normalem THC. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich mehr lachen muss, also warum heißt es überhaupt HHC-Weed?
Ah, okay, der war low. HHC hat jetzt einen kleinen Hype, weil es im Gegensatz zu THC nicht im Betäubungsmittelgesetz und nicht im neue psychoaktive Substanzengesetz steht und daher legal ist. Ich hätte allerdings erwartet, dass fast alle Konsumenten es nehmen, weil es legal ist. Aber laut meiner Umfrage nahmen es unter 20% wegen der Legalität. Die meisten nahmen es tatsächlich aus Neugierde, wobei auch die, die es aus Neugierde genommen haben, vermutlich nie gewusst hätten, dass es HHC überhaupt gibt, wenn es nicht legal wäre. Über 83% der Befragten gaben an, bis jetzt kein HHC konsumiert zu haben, wobei die sich da auch nie sicher sein können, denn ich könnte mir vorstellen, dass einige Schwarzmarktdealer HHC-Weed als THC-Weed verkaufen, weil dann würden die theoretisch mildere Strafen bekommen und es ist vermutlich für sie auch billiger. Zusammenfassend kann ich einfach sagen, ja, HHC-Wirkung ist ähnlich zu THC, aber lasst es lieber sein, weil es einfach zu wenig Forschung dazu gibt. Also ich konsumiere ja im Alltag nicht mal normales Weed, weil Weed einfach einer der overhypedesten Drogen überhaupt ist. Aber wenn ihr unbedingt Weed konsumieren wollt, dann bleibt doch bei dem Altbewährten. Checkt Telegram ab für mehr Infos und ich habe auch in meinem Open Mind Shop eine neue Produktkategorie, die viele sich gewünscht haben. Checkt es ab.